Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecamp zusammen mit Nächstflo. Hallo Nächstflo. Lass uns auf den Server gehen. Wir joinen auf den Server, ja. Denn der Server neue Geheimnisse. Zum einen wurde über uns was errichtet, dazu gleich. Also wir kennen das jetzt ja alles auch noch nicht. Das ist wahr. Das hier sieht interessant aus. Ich weiß nicht, ob ich es schlecht finde, aber ich glaube, es sieht ganz cool aus so. Wie ist das hier, Alter? Ich dachte, die wohnen jetzt da oben, Alter. Ja, vielleicht haben sie erst hier gebaut und sind dann umgezogen. Kann sein. Kann natürlich auch sein. Ja. Das ist ein Turm, Alter. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich nicht sprinten kann, ob jetzt meine Tastenbelegung irgendwie anders ist, aber ich habe einfach unbändigen Hunger. Aber wo ist dein Pilzloch? War das nicht hier? Mein Pilzloch? Ach hier ist die Treppe, okay. Wurde einfach zugebaut, okay. Nee, finde ich gut. Ich weiß aber, dass ich was zu essen brauche. Wir laufen hier einfach die ganze Zeit sinnlos rum, Alter. Wir müssen irgendwas tun. Ja, wir gucken uns doch gerade um und umgucken. Ich dachte, hier unten würde es was geben. Nee, nix gibt's. Aber scheinbar ja nicht. Ja, was ist mit dem Weizen? Ist noch nicht fertig, ne? Ist doch. Oder? Ja, dann ernte mal. Ich erkenne das halt, wie gesagt, nicht. Mann, du hast jetzt hier gerade, in die Kisten hast du noch nicht geguckt, ob wir hier noch was Essbares haben. Ne? Nein. Ja, Zuckerrohr ist hier drin, das ist sehr schön. Das ist einfach Zuckerrohr lutscheln. Ja, lutscheln. Lecker. Ja, ein bisschen verrottetes Fleisch, ich glaube, das bringt's nicht so. Was wir jetzt halt machen wollten, ist folgendes. Die Wochenaufgabe! Hey! Guck mal, was, ja! Was ist das? Ich kann hier gar nichts lesen, Alter. Ein kleiner Racker. Findet die rote Wolle, die auf der Map versteckt ist. Die Regeln im Discord. Belohnung 32 mal Gunpowder, eine Karotte, 32 Fäden. Cool. Ja, die Karotten... Die Aufgabenwand darf umplatziert und verschönert werden. Gunpowder, okay, die Fäden sind halt vollkommen egal. Ja. Aber ja. Ach, guck mal, da hinten, da sind sie rübergekommen, glaube ich. Hätten wir nicht auch Kartoffeln kriegen sollen beim letzten Mal? Beim letzten Mal? Wo ist denn unser Zeug, was wir gekriegt haben? Oder hätten wir drin bestimmt, oder? Schon? Glückwunsch, Team, ihr habt hier, Alter. Hat da überhaupt schon jemand reingeguckt? Eine Kartoffel, ich pflanze sie mal an, ja? Als ob die niemand angepflanzt hat. Was ist denn los hier? Dann können wir ja im Prinzip auch einen Verzauberungstisch angehen, oder nicht? Könnten wir auch machen. Müssen wir ja im Prinzip machen. Hast du alles rausgenommen hier? Nee, nicht alles. Aber nimm sonst ruhig raus. Ich habe nur den Beacon gerade mal rausgenommen. Okay. Vielleicht mal hier oben rauf, so. Ja, mach du mal. Funktioniert das so nicht? Wo bist du denn jetzt? Hier bin ich. Bei der Eisenpyramide? Ja, siehst du mich nicht? Ich stehe direkt vor dir. Musst du noch einen Block drüber? Naja, kann halt sein, dass die zu klein ist, oder? Ach so, oder weil da drüber noch was ist. Ach so, das kann sein, ja. Das kann natürlich sein. Das ist ja günstig. Okay, lassen wir es halt einfach erstmal hier stehen, würde ich sagen. Dann ist unser Ziel eigentlich was rote Wolle, also unsere Wolle suchen. Ich würde fast sagen, Verzauberungstisch finde ich wichtiger. Ja. Dann bräuchten wir jetzt Obsidian. Genau. Eine Dia-Hacke dazu erstmal. Hast du eine Dia-Hacke? Nee, ne? Nee, haben wir noch nicht gemacht, glaube ich, bis jetzt, ne? Okay, ja, dann nehme ich die mal hier raus. Ich hoffe, dass sie auch niemand anderes gemacht hat. Dann müssten wir halt Obsidian holen. Dann brauchen wir eigentlich nur ein Buch und zwei Dias noch. Vier Obsidian, ein Buch und zwei Dias. Wir haben nur einen Dias hier drin noch, ne? Einen einzigen? Ja. Das ist ja jetzt ein bisschen... Einzigen nur noch, ja. Ich meine, man könnte nach oben gehen und gucken, ob da noch Dias sind. Ja. Ja, willst du dann einfach schon mal auf Diasuche gehen und ich komme dann gleich nach, wenn ich das Obsidian geholt habe? Ja. Okay. Dann brauche ich aber mal eine Eisenhacke. Haben wir hier irgendwo noch Eisen drin? Hallo? Haben wir hier irgendwo eine unendliche Wasserquelle? Bist du eine unendliche Wasserquelle? Ja. Unter dem Aufgabenschild war, glaube ich, eine. Och, Mann. Das läuft alles nicht. Ja, du musst ja im Prinzip sowieso nach unten. Wozu brauchst du denn jetzt Eisen? Für eine Spitzhacke oder wie? Ja, wie soll ich denn Dias abbauen ohne die Eisenhacke? Ja. Ja, keine Ahnung. Wenn du dich erstmal runterbauen kannst oder so, mit einer Steinspitzhacke würde das auch funktionieren. Ich kann dir ja dann gleich ein bisschen was abgeben. Wir haben ja eine Diaspitzhacke. Ich habe 28 Eisen dabei, sehe ich gerade. Na, geil. Das ist schön. Ja, geh einfach schon mal runter. Ich bin ja gleich da dann. Hoffe ich. Ja, jetzt ist fast zu spät. Jetzt habe ich mir schon Eisen gemaked. Naja, ist doch gut. Nee, Alter. So geht das nicht! So geht das nicht! Wie ja tatsächlich einige Leute den Spawn abgebaut haben, ne? Also so angefangen abzubauen. Wozu? Weiß ich nicht. Trollo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 l. Trollololololol. Lava wegmachen, die ist ja eher bei denen dran. So. Lava? Meine Dire Spatzack. Eine Dire Spatzack! Ja. Ja, das ist die beste Spatzack, Alter. So, Dias. Guck dir mal unsere Tode an. Wow, nice. Cool.
Wow. Als wir zum letzten Mal aufgenommen haben, waren es noch 8 Unterschied. Jetzt sind es einfach mal 20, okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da passiert ist. Naja, das wird der Grund sein, warum die in die Luft gezogen sind, aber dann hätte man doch hinter sich zumachen können oder sowas, keine Ahnung. Also, 20 Tode oder 12 in der kurzen Zeit jetzt. Ja, ich denke, damit ist es entschieden, würde ich sagen. Ja, ziemlich. Wüsste nicht, wie man das jetzt noch aufholen soll. Gerade weil wir scheinbar da nicht die größten Überlebenskünstler im Team haben. Du jetzt das, auch nicht dazu gehörst. Das behauptest du, Alter. Ich habe bis jetzt, bin ich einmal gestorben, ja ganz am Anfang, bei der Klatscherei. Sonst noch nicht, Alter. Okay. Bin richtiger Überlebens-Survival-Master. Junge. Ich glaube tatsächlich, dass wir dann tatsächlich diejenigen sind mit den wenigsten Toten, ne? Ja, wahrscheinlich. Also ich glaube, Freaks hatte ja schon von den 14 Toten, die wir am Anfang hatten, irgendwie schon 10 oder so. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, manchmal habe ich Arschjucken. Warum? Bei dir auch? Nö. Also doch schon, eigentlich. Ich habe dir das gefunden. Ja, echt? Ja. Und ich werde mich dafür jetzt belohnen, Alter. Oh! Mach das nicht, Alter. Ja gut, perfekt. Dann komm mal hoch, mein Kleiner. Warte mal, du Racker, ich will gucken, ob hier noch mehr sind. Ja, schon klar. Ja, jetzt ist halt die Frage, ne? Gehen wir bei Schwertern auf Eisen einfach und verzaubern ganz viele Eisenschwerter und gut ist? Ja? Ist das Dia, meinst du? Oder halt eine hohe Dia-Verzauberung? Wenn wir Bücherregale machen? Ja, lass uns erstmal die Bücherregale machen und dann gucken wir mal, wie viel dabei rumkommt. Was das höchste Level ist? Ja, genau. Mhm. Ja, und mach doch vielleicht schon mal die Bücherregale. Schärfe 3 ist locker drin dann. Schärfe 3 Dia ist halt schon mal extrem gut. Das wäre schon ziemlich gut, ja. Verschwenden wir dadurch nicht so viele Level und sowas. Mach du vielleicht schon mal Bücherregale? Ja, ich bin dabei tatsächlich. Okay, nice, Alter. Ein cleverer Bü. Er denkt mich zu Gott. Ja. Ja. Endlich mal. Endlich mal. Okay, ja gut, dann ready go. Ready go. Ready go. So. Ja, okay, wir brauchen nicht annähernd so viel Zucker. Wir kriegen ja echt nicht so viele Bücher raus. Oh, Dias, hi, ne? Na? Na, ihr Tween Boys? Waren das alle? Also, ja. Also ich mache jetzt alles. Nee, waren nicht alles alle. Alles Leder in Bücher. Ja, wir brauchen sonst kein Leder, glaube ich. Alle, ja? Ja. Ja, wobei ein Leder lasse ich übrig, weil brauchen wir eh nicht. Hä? Weil wir auf 30 Bücher so kommen. Ach so, es sind 10 Bücherregale gerade mal, ne? Ja. Immerhin. Wir sollten den Verzauberungstisch irgendwo errichten, wo die nicht rankommen, falls sie doch noch keinen haben. Ja, wollen wir einfach hier runter? Da? Hier runter? Oder, ja, lass einfach hier rein. Ja, ja. Dann müssen wir hier aber immer ein bisschen zumachen. Ja. Verzauberungstisch. Ach, was schön. Lapis? Nee. Ja. Warte, ich guck mal, ob ich da was finde. Aber du kannst dir jetzt nur ein Dia-Schwert machen, ne? Also, hast du noch Dias? Nee. Nee, ich hab dir alle hingeschmissen. Ein Dia-Schwert können wir nur machen. Ja, genau. Okay, dann lass doch versuchen, ein Dia-Schwert richtig gut hinzubekommen. Ja. Und einer geht auf Eisen. Oh, okay. Ja? Na gut. Ich hab halt hier nur 13 Lapis. Der Rest müsste dann oben sein, denke ich. Ach so, meinst du? Ja, wir haben jetzt alles in diese eine Truhe getan, ne? In die wertvollen Truhe. Und die ist weg. Theoretisch, ja. Ich glaube, ich baue mich mal ganz kurz da hoch und guck, was da oben geht. Ja, vielleicht. Findet sich ja was da oben. Wobei ich guck auch, ja, genau. Wenn wir noch ein Dia finden würden, wäre es halt perfekt, ne? Ja. Was ist denn jetzt? Wo gibt's denn hier oben jetzt? Alter! Hallo! Ich guck mal gerade, was hier drin ist. Hier haben wir einige. Hier sind 12 Dias noch drin. 12 Dias? Ja. Nehme ich mir mal einen jetzt noch mit runter, ja? Gut, dass ich gerade alles in fast unser ganzes Eisen in Eisenschwerter gegeben habe. Aber ey. Hier oben ist aber auch noch haufenweise Eisen und Gold und alles. Ja, passt schon. Okay. Wir haben mal ein Dia mit. Ja. Mehr brauchen wir erstmal nicht, ne? Genau. Mache ich jetzt MLG Water nach unten oder lieber nicht? Lieber nicht so. Warum nicht? Ich meine, ist eh. Ja, wegen deinen Leveln. Ah, na gut, okay. Ja, gut. Für die Tode wäre es jetzt mittlerweile schon fast egal, würde ich sagen. Kannst du mir ein Dia noch geben, eventuell? Nee. Dankeschön! Kiste. Hier, hallo, hier. Liegt in der Kiste? Oh, toll. Jo. Na gut. Jo. Was krieg ich denn auf meinen Dire Sword? Nemesis der Gliederfüßer 3! Ne, geil, Alter, ich krieg ähnlichen Scheiß. Immer. Schärfe 2 könnte ich immer hinkriegen. Was mach ich denn jetzt? Ja, Schärfe 2 lohnt sich, glaube ich, noch nicht so. Ich mach mal. Ich krieg hier einfach Verbrennung bei Was? Ja, echt? Aber auf dem Eisenschwert halt. Oder kriegt das auf das Dia-Schwert auch? Nee, Haltbarkeit. Ja, doch, ich glaube schon, oder? Nee, nein. Nee? Nee, ist unterschiedlich. Stimmt, man kann auch mal die anderen Sachen durchgucken, ne?
Oh, Verbrennung ist ja super ärgerlich. Okay. Schutz 3 auf Dia-Brust ist okay, oder? Schutz 3, ja, habe ich auch gemacht. Ich krieg hier nur jetzt krieg ich Verbrennung aufs Dia-Schwert. Ja, echt? Ja. Aber halt, ich weiß nicht, ob Schärfe dabei ist. Ja, mach halt einfach. Notfalls können wir halt unsere zusammen craften oder sowas. Ja, es ist halt echt nur Verbrennung. Verbrennung 1 oder 2? 1. Ja, okay, aber ist schon mal ordentlich. Ja, wenn die eine Tomate, wollte ich schon sagen, die eine Kartoffel mal wachsen würde, wäre ja mal ein Anfang, aber das tut sie nicht. Ja, wenn wir Knochenmehl hätten oder sowas, ne? Irgendwie. Ja, ja. Dass sie jetzt auch die ganze Zeit nicht angebaut wurde, ist halt echt kritisch. Ja, das stimmt. Oh, hier zwar noch nicht fertig, okay. Ja, okay. Wollen wir denn noch anfangen, die zu suchen, die Wolle? Gucken, ob wir sie finden. Würde ich jetzt nicht mehr anfangen, nee. Warum nicht? Nee, weil durch, Alter. Naja, wir haben noch 8 Minuten theoretisch. Ach, das sagst du immer. Weißt du? Alter! Ja. Na gut, dann. Wo wollen wir denn anfangen? Schneiden wir eh alles weg. Wo wollen wir denn anfangen zu suchen? Ja, ich weiß es überhaupt nicht. Was gab's denn da für Regeln nochmal für? Regeln? Wir müssen die Wolle finden und sie ist von der Oberfläche aus sichtbar. Ja. Und wir dürfen keine platzieren und sagen, hey, haben sie gefunden. Und wie weit entfernt ist die? Das hat keiner gesagt. Also kann die überall auf der Map sein? Sie oder ist, die sie ist bei unserem Team. Bei unserem Team. Ja, was heißt das? Ja, das weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall also müsste es ja dann entsprechend eine rote Wolle sein. So viel steht fest. Eine rote Wolle, ja. Eine rote Wolle. Okay, das heißt, die müssen wir jetzt finden. Ich gehe, glaube ich, kurz einfach mal, so stumpf es klingt, die Mauer ab. Einfach so. Ich weiß, vielleicht ist das halt irgendwo da drin einfach. Ja, lass uns mal, geh du mal nach links, ich gehe nach rechts und dann lass uns in der Mitte treffen. Das ist halt aber wirklich nur ein Block, ne? Nicht irgendwie ein Gebilde aus Wolle? Nee, ein Block. Ein altes Minensucher-Sprichwort, kennst du das, Alter? Das alte Minensucher-Sprichwort, nee. Mhm. Wer sucht, der findet, wer drauftritt, verschwindet. Nee. Kenn ich nicht. Ausgedacht, ey. Das geht mir zu weit. Mister Wolle? Sind Sie hier? Bitte! Ja, wir lassen uns mal Schluss machen. Ja. Ja, war schön mit dir. Aber ich muss jetzt leider Schluss machen mit dir. Tut mir leid. Oh nein. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir jetzt mal vom Server runter, bevor wir hier groß eine Szene machen. Oh nein, ich bekomme Hungerschaden. Oh nein. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei Flo vorbei und schaut euch seine spannende Suche an. Das wird super. War krass. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich würde mich sehr freuen. Lasst ein Däumchen nach oben da, falls es euch gefallen hat. Einen wunderschönen Tag noch und bis dahin. Ciao!